Es waren einmal drei Gebrüder, die zusammen mit einem Fremdling auszogen, um Musik zu machen. Hi, wir sind Konrad, Lorenz, Friedrich und Carsten und zusammen sind wir Peilsender. Das war vor 5 Jahren. Nun sitzen 4 ausgewachsene Männer vor uns, eine richtige Band. Auch der Fremdling wurde mittlerweile integriert. Wir haben es irgendwann vor einem knappen Jahr gesagt, ich bin jetzt halb adoptiert. Und jetzt sind wir, ist es fast wie 4 Brüder. Wir kennen uns jetzt seit über 9 Jahren und dann macht man so viel zusammen mit und ist auch die Sache mit dem Album und alles, wie viel Zeit man da zusammen rumhängt und auch die Konzerte, die man einfach gespielt hat, da ist man sich doch schon ziemlich vertraut. Die Sache mit dem Album müssen wir natürlich auch ansprechen. Nichts ist zu schön, heißt es. Und drin stecken 100% Peilsender. Es sind Songs dabei, die natürlich die ersten Songs des Albums waren. Die sind 3-4 Jahre alt. Es sind Songs dabei, die erst im Entstehungsprozess dann entstanden sind, weil wir gesagt haben, wir brauchen das noch. Und wir haben uns echt einfach Zeit gelassen, bis wir gesagt haben, das, so soll es klingen, das muss es sein. Und deswegen finden wir es einfach hörenswert, weil ich finde allgemein erste Alben von Bands immer spannend, weil da einfach so viel, vielleicht noch so viel Ecken drin sind, so viele Sachen, die einfach einen gewissen Charme haben. Tausende Sterne steigen empor. Jedes Album braucht einen Ohrwurm mit Musikvideo und allem drum und dran. Bei Peilsender müsste man eigentlich zu jedem Song eins drehen, aber einigen wir uns auf tausende Stimmen. Der Song ist eine Hymne, ein großer Chor, der zum Mitsingen anregen soll, der wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl transportieren soll. Und wir sind auch echt ein bisschen stolz, dass es uns auch gelungen ist dabei. Wer wagt, gewinnt. Also wagen wir das Experiment. Peilsender seit neuestem als Girlband unterwegs. Wenn ich jetzt eine Frau wäre, dann würden sich die Songs erstmal nach einer Frau anhören. Dann wäre Friedrich eine Frau, Friederike. Und wird wahrscheinlich dieselben. Sie hat keinen Bart. Und würde vielleicht ein bisschen andere Themen beackern. Vielleicht wären wir die neuen Spice Girls oder so. Keine Ahnung. Auf Deutsch natürlich. Wir würden dann Peilsenderinen, oder wie würden wir dann heißen? Peilinis. Breaking News: Die Spice Girls haben sich getrennt. Die Peilinis hatten sie ohnehin schon längst aus den Plattenläden verdrängt. Peilsender haben da ähnliche Pläne. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen das Album in so viele Läden wie möglich kriegen, weil bisher gibt es in unserem Online-Shop zu kaufen. Und das muss sich natürlich jetzt ein bisschen ausweiten. Und dann wollen wir damit auf Tour gehen und im Ideal, also auch während der Tour schon wieder weiter an Songs schreiben und dann das zweite Album und dann wird es im Idealfall so ein rollender Stein, wie die Rolling Stones. Wir spielen in 70 Jahren und sitzen in 70 Jahren hier und machen unser letztes Bubblegum-Interview. In 70 Jahren spielen sie immer noch zusammen und immer noch bei uns. Dann heißt es auch alles neu. Hüftgelenk neu, Gebiss neu. Aber das Musikerherz, das bleibt. Wir sind Peilsender und ihr schaut Bubblegum TV.